Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Bad Kitty schön dabei die Statue am Kloppen, während er auf der anderen draufsteht. Das braucht die, damit die schön kultiviert wird und so. Dafür muss man extra draufstehen. Lol, wir haben Stahl gefunden. War das nicht unser Mega-Ultra-Security-Stahl? Egal, wir ruppen den aus der Wand raus. Ich meine, die Viecher sind ja weg. Können wir auch direkt auf die Kommentare von Jugulias eingehen. Was fehlt bei dem AKW noch? Zement, Bauteile, Aluminium. Kupfer dazu. Sagen wir einfach mal alles außer High-Grade-Stil. Wobei wir noch hier ein bisschen Kupfer haben und Aluminium. Also Kupfer haben wir nicht genug. Na, wobei 200, doch Kupfer haben wir genug. Aluminium könnten wir nicht genug haben. Zement haben wir nicht genug. Ja, und Bauteile auch nicht, ne? Wobei wir hätten eins. Für eins hätten wir ready. So. Zeig mal das Flutlicht in der Nacht. Ja, erstmal muss gebaut werden, ne? Ist schon gebaut? Okay, so wie es aussieht, strahlt das rundum, aber hat einen riesen Radius. Ich weiß nicht, ob wir schon Nacht haben. Wir können jetzt zum Vergleich eine normale Lampe wohin setzen. Wenn wir dann irgendwann mal wieder Stahl haben. Ich meine, das hat mal in eine Richtung geleuchtet, aber tatsächlich ist das ein riesen Rundumgebiet. Hier fehlt ein Searchlight. Hier haben wir auch eins. Davon brauchen wir nicht drei. Das muss nicht rundum geschützt sein. Sieht dann nachher nur noch kacke aus. Wir haben noch Stahl. Machen wir Nanofaser nach oben, damit der Schlafsack irgendwann mal fertig wird. Was machst du damit? MK4, Transportroboter. Wieso brauchen wir hier Teppich? Für die Sandsäcke war noch immer Stahl. Interessant. Wir haben doch hier noch genug Platz. Hier ist noch Platz. Na toll, und genau jetzt muss das Ding kaputt gehen. Wir haben doch letztens erst eine komplette Fuhre rübergeschickt. Ist die für mich oder für wen ist die? Die ist nicht für mich. Haben wir noch nicht rübergeschickt. Die ist für Jugulias, aber wir brauchen erst Treibstoff. So, Treibstoff und Brocken. So. Was haben wir denn noch? Man kann einstellen, dass das Spiel im Hintergrund weiterläuft. Mache ich aber nicht. Soll's ja auch nicht. Okay, die laufen noch, dann können wir mal nach der Mauer gucken.
So. Die Mauer ist durch. Es ging aber schnell. Sandstein. Ja gut, je kleiner das hier wird, ne? Desto schneller wird auch die Mauer fertig. Genau, nehmt euch all den Sandstein. Schnappt ihn euch, auf geht's. So, machen wir weiter mit Dinoms Kommentaren. Wolltest du nicht mal ein Robo nur für die Kraftstoffproduktion bauen? Ich hab doch hier ein Robo für die Kraftstoffproduktion. Ich meine, theoretisch könnte er auch anderes machen. Aber solange wir Holz haben, ist er hier am Ballern. Aber guck mal, wie lang der braucht. Und ich weiß, dass da noch ein Stuhl ist, aber es gibt ja auch noch andere Leute, die den machen. Ich meine, der kann unter den Stuhl einfach durchfahren. Vielleicht kann er sich sogar auf dem Stuhl platzieren und braucht weniger Strom. Weil das so ein nuklearstrombetriebener Induktionsstuhl ist. Aus dunkler Energie wird er befeuert. Hättest den Kraftstoff ruhig da rein tun können, anstatt den hier aufeinander stapeln. Muss das jetzt R2T1 machen, ey. So, machen wir einfach mal weiter. Mauer ziehen nicht vergessen, bitte. Hab ich schon gemacht. Danke für die Erinnerung. Bin mal gespannt, wann endlich die ersten Gefangenen bei dir einziehen. Ja, ich scheue mich ja noch vor Gefangenen. Ich weiß nicht warum, aber... Theoretisch sind wir ready, ne? Alles ist vorbereitet. Alles ist perfekt. Hygiene ist auch ready. Wir könnten eigentlich direkt loslegen. So, wir hätten Bauteile für 2 ready. Wieso liegt hier Stahl? Der ist auf wichtig. Was ist mit dem Stahl hier? Der ist nicht auf kritisch. Das heißt, wir müssen hier die Ressourcen unbedingt auf kritisch setzen. Weil unten ist ja ein Lager, während hier oben Vorbereitungslager ist. Aber wir sind ja hier extra Menschen am Machen, wobei die man zähmen kann. Also extra gefangen nehmen werden wir wahrscheinlich einfach nur mal machen, damit wir einen Gefangenen haben. Auch wenn es unnötig ist. Sieht gut aus, Heuermann. Na gut, solange wir noch keine hungernden Tiere haben, wobei hier alles weggefuttert ist. Müssen wir hier mal helfen hier, also das geht ja gar nicht. Dem Holz, was hier liegt. Das muss alles mal rausgetragen werden. Vor allem muss hier auch mal sauber gemacht werden. Was denn mit unserem... Wir brauchen anscheinend noch einen Putzroboter. Der alleine schafft das wohl nicht mehr.
Ich meine, die sind jetzt nicht so wichtig, deswegen muss ich da nicht unbedingt eine frühere Stufe nehmen. Das heißt, wir können auch den hier nehmen. Ja, wobei die Transportbots sind da schon wichtiger. Die zwei waren ja noch für die Norm. Aber dafür brauchen wir, glaube ich, noch mehr Komponenten. Plastall hätten wir, den Logikkreis erweitert. Hier. Fortschrittliche Gold, also Gold hätten wir, die Roboterkomponente hätten wir für einen, fortschrittliche brauchen wir noch. Müssen ein paar fortschrittliche herstellen. Machen wir mal hier ein bisschen den Speedy wieder an. Im Prinzip fehlt mir noch eine Krankenstation, ne? Ich würde sie ungern hier durchschicken. Ich habe jetzt überlegt, könnte man sie vielleicht hier durchschicken? Wenn ich hier noch so eine Schleuse hinmachen würde. Dann könnten wir hier eine Krankenstation hinbauen. Die wir im Prinzip wie hier kopieren. Wir machen hier einen Operationstisch hin. Auf der anderen Seite machen wir Intensivbetten hin. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie der richtig rum ist. Ich glaube, so wäre richtig rum. Und das wäre dann so, ne? Wir können den ja immer noch drehen, ist ja kein Problem. So, die kriegen nicht so einen Teil. Extra nicht. Obwohl hier Platz wäre. So, hier könnten wir dann zur Not einen Bot hinstellen, einen Medizinbot. Ich habe ja selber auch keinen. Der Puma ist aber schwer verletzt. Beim Duschen gedroppt. Sehr schön.
Ich glaube, Medikamente werden wir da nicht lagern. Die lagern wir ja bei uns hier. Damit die nicht klauen, müssen wir halt den Preis müssen wir annehmen. Aber sterile Fliesen kommen rein. So, die Kunstwerkstatt. Wo könnten wir die denn hinmachen? Na, ich habe überlegt, vielleicht könnten sie hier dran machen. Ich will halt diesen Raum hier nicht, eigentlich nicht nutzen. Und wenn, würde es auch mehr Sinn machen, diesen Raum hier hinzumachen, damit der schneller am Eingang ist, und hier die Kunstwerkstatt hinzumachen. Aber da ich grundsätzlich eigentlich hier diesen Bereich nicht nutzen will für Gefangene. Ja, was würde schon mehr Sinn machen, ne? Ja, komm, wir legen das hier rüber. So ein Mist. Aber auch. Ja, macht halt viel mehr Sinn, dass das näher am Eingang ist. Nee, der muss so. Also ich orientiere mich hier hinten an dem Griff von dem Monitor. Ne, wie der Monitor nachher befestigt ist. So, hier ist jetzt auch, glaube ich, eine kleinere Tür. Ist nicht so schlimm. Komme ich auf jeden Fall billiger weg. Aber ich hätte dann trotzdem lieber den, wenn wir einen Roboter machen, den Roboter oben stehen. So, also wenn, tue ich hier den Roboter hin. Wobei mehr Sinn machen würde eigentlich hier. Ja gut, dann kriegt dieses eine Bett noch ein besonderes Teil. Glückwunsch. So, und hier kommt die Kunstwerkstatt hin. Machen wir das ganz einfach. Ich mache jetzt ganz viele Kunsttische hin. Haben wir da oben auch aus Holz gemacht, ne? Oh, Bauteile, sehr schön. Alter, hier liegt ultra viel Silber.
mal einer, der deine Tiere kaufen will. Oder dein Insektenfleisch aus irgendeinem Grund. Oh, wir haben Pilze gekriegt. Ziemlich viele sogar. Oh, der will den ganzen Müll kaufen. Das ist doch hier ein Segen. Er hat leider nicht so viel Geld, das heißt, wir müssen was gegenkaufen. Ungehärtetes werden wir nicht kaufen. Oh, wir sind schon im Minus. Ah, muss ich wieder verkaufen. So, wir haben den ganzen Rotz verkauft. Haben wir irgendwas ultra viel noch? Außer Stoff. Wir könnten natürlich Holz verkaufen. Wir könnten ein paar Tomaten verkaufen. Ein bisschen Weizen. Yay, wir haben nur noch eine Kuh gekriegt. Wo ist die Kuh hin? Vielleicht wurde sie schon richtig einsortiert. Folge ist schon vorbei. Alter, wir haben hungernde Tiere. Ja, die müssen den Scheiß da mal reinmachen. Solange die den Scheiß da nicht reinmachen, tue ich hier, dass die hier essen können. Ich meine, das Ding ist eh kaputt. Wir haben zwar jetzt Bauteile. Aber es trägt keiner den Scheiß da mal weg. Wir brauchen unbedingt die Transportbots. Na, jetzt können die hungernden Tiere wenigstens hier rein essen. Wenn sie nicht schlafen würden. Hier muss ich jetzt noch den Boden machen. Die Wände glätten. Ich hau diese Wand mal weg. Ich will hier nämlich mindestens 6 Werkstätten reinbauen. Brauchen wir dann natürlich auch Lager unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Das würde passen. Bauen die hier Kunstsachen nur aus Stein, aus den Steinen. Das heißt, ich muss die Lager füllen, was eigentlich ganz praktisch ist. Ich brauche wieder Holz. Oh, hier brennt es. Kann ich nämlich nochmal eine Fuhre Holz mir holen. Ja, bald kommt der Moment, da gibt's auch kein Holz mehr da drüben. Weil dann erstmal wieder Holz getragen werden muss. So, wir schicken rüber. Alter, die haben schon wieder keine Bauteile. Alter, ich hab dir gerade irgendwie 30 oder so gekauft. Ich weiß nicht, was du mit den Bauteilen machst, ob du die verbrennst. So, jetzt wird ohne Schlafsack gereist, weil der eine muss noch gebaut werden. Haben wir noch ein paar Gemüsepfannen. Nochmal 200 Gemüsepfannen. Kriege ich hier auch nochmal schön Bauteile, das ist doch schön. Schneller! Simon. Ja gut, weil es hier brennt, ne? Wo bleibt denn der erlösende Regen? Fortschrittliche Bauteile. Oh, bei diesem Geothermalkraftwerk kaputt. Wenigstens gibt es keine hungernden Tiere mehr. So, die Norm ist untätig, das heißt die Mauer ist durch. Yep. Als nächstes machen wir Marmor. So, dann machen wir danach mal eine Fuhre für mich mit ganzen Teilen. Wobei, da passt leider nicht so viel rein, ne? Ich bräuchte vor allem Zement. Alter, wo bleibt der Regen, verdammt? Seit wann mag das Spiel mich nicht?
So wollte ich das sehen. Schnell durchgekloppt. So, dann können hier doch Oberflächen geglättet werden. Damit unsere Seven of Nine und unser Dalek was zu tun haben. Und ich anscheinend auch. Gut, aber guck mal, so schnell wie ich die Boden glätte, da kommt kein Roboter hinterher. Ich muss bei mir auch mal ein anderes Badezimmer bauen, wie es aussieht. Sonst beschweren sich nachher meine Leute, weil sie nicht mehr baden können. Gut, meine Leute brauchen generell erstmal... Ich glaube, Bad Kitty ist der Einzige, der vernünftige Wohneinheit hat. By the way, ist die Lampe fertig? Ist es aber hell? Sie ist aber fertig, dann können wir irgendwann mal testen. Alter, wo bleibt der Regen, verdammt nochmal? Das ist das erste Mal, dass mich kein Regen rettet. Seit ich Rimworld spiele, kam immer der Regen nach einem Brand. Immer. Der Vorteil des Brandes ist, hier muss kein Holz mehr gehackt werden. Und es muss kein Holz mehr getragen werden. So, hier sieht man einen Unterschied, ne? Kleiner Radius, Riesenradius. Und jetzt weg damit. So, also bis dann. Ciao!